Andreasen, die dickste Möglichkeit, unterkante Latte durch den dänischen Nationalspieler Andreasen, der nicht Andreasen heißt, nicht Andreasen heißt und auch nicht Andresen, er heißt Andreasen. So, ich stehe jetzt hier mit Rolf Tupperwahn. Wir wollen mal ganz kurz Wir wollen jetzt ganz kurz den Ursprung des Namens erklären. Wie viele Ös sind denn genau in Andreasen? Gar kein Ö. Ich werde heute die neue und hoffentlich richtige Variante bringen. Andreasen. Nicht Andreasen, sondern Andreasen. E und A werden in Dänemark zusammengezogen. Andreasen. Andreasen. Andreasen.